So, und damit herzlich willkommen zurück zur Musik. Die gefällt mir wirklich sehr. Die hat man, glaube ich, dann auch in Westhafen. Wenn das von den Schatten eingenommen wurde. So, wo ist denn Bethas Lager? Echsenvolklager. Ja. Ganz in der Nähe. Ist Paar eigentlich noch hier? Nee. Stadtzentrum. Felsbarrikade. Gut, die werden die ja wohl auflösen, wenn es brummt. Das ist mein... Naja, Mitbewohner ist es ja nicht. Mein Hausmitbewohner. Der den Rasen mäht. Und die Echsenvölker haben ein Faible dafür, Häuser anzuzünden. Wir wissen das ja schon. Huch, jetzt ist er am Fenster vorbeigelaufen. Das Licht verdunkelte sich, als er mit dem Rasenmäher an ihrem Fenster vorbeiglitt. Oh no! Noppe Fenster again. Finistra! So. Dem Tode nahe, den geht's selber nicht so gut. Ich möchte doch nur zu eurem Lager. Oh. Splitterträger! Der Splitterträger ist hier! Das geht voll auf die Stimme! Bisa sagte, ihr kommt! Er will mit Splitterträger reden! Wer ist Bisa? Wissen wir noch gar nicht. Bisa Häuptling, großer Häuptling von allen, eint alle Stämme! Woher wisst ihr, wer ich bin? Wir sehen Splitterträger im Geist. Bisa zeigt es uns und wir sehen... Bisa wird beantworten, er bald kommt zum Reden. Ihr hier warten. Mein Schatz. Slan, altes Haus. Hallo, Slan. Na, Slan, wie geht's? Altes Haus trifft es ziemlich gut. Hallo, hier steht Mais. Hallo, Mais, wie geht's? Jam, jam. Oh, Gott. Ich... Kennen euch, ihr Slan geholfen habt, helft Stamm zu retten. Slan, warum habt ihr die Leute in Hochfels angegriffen? Slan will Waffenstillstand nicht brechen, aber Bether sagt, es gut für Stämme. Stamm jetzt stark wegen Bether. Wir können leben, auch ohne Sumpf. Aber Slan will Hochfels nichts schaden. Slan und Stamm bleiben und wachen. Nur gegen Menschen kämpfen, wenn muss. Es gibt keinen Grund für einen Kampf. Wir können zusammenarbeiten und den Stuhl richtig hinstellen. So. Nein, es gibt keinen Grund für einen Kampf. Slan glaubt euch und redet mit Betha, wenn er kommt. Bisa wird wissen, was zu tun. Ja, oh, und zack, stehen wir im Lager. Wo ist denn Bisa? Oha, das dicke da hinten, das dicke Ende. Er kommt. Bisa! Bisa Wächter. Ruhe! Bisa muss mit Splitterträger reden. Ich lispel ein bisschen. Der Splitterträger, ich habe euch in meinen Wachträumen gesehen und rede in Kursiv, weil es vielleicht meine Gedanken sind. Ich kenne euer Gesicht schon länger. Es gehörte Tradition Französisch, es gehört jenem, der die Zukunft meines Stammes bestimmen wird. Ich wusste es doch. Ihr habt ein seltenes Talent. Wo habt ihr gelernt, mit dem Geist zu sprechen? Ich... Nein, ich bekam viele Gaben, um euch an diesem Tag zu treffen. Ah, woher wisst ihr, wer ich bin? Meine Visionen sagen mir viele Dinge aus der Zukunft, der Vergangenheit... und den Schichten der Gegenwart. Ich sehe stets den Splitter, euren Splitter,
eure Wunde. Es ist die Wunde meines Landes. Sie ist stets in meinen Visionen. Und nun liegt mein Land im Schatten. Das Wasser ist vergiftet. Die Sonne ist verdeckt und wärmt uns nicht. Ich weiß, dass ihr verantwortlich seid, und so habe ich auf euch gewartet. Verantwortlich, das Wort gefällt mir nicht so ganz. Also seid ihr der Anführer dieser Echsenmenschen? Ich führe alle Stämme der Echsenmenschen. Sie kommen zu mir, weil mir die Ahnengeister Macht verleihen. Das geht voll auf die Stämme. Unsere Ahnen sahen die Zerstörung unseres Landes und kamen, lief im Sumpf mit mir. Und kamen tief im Sumpf zu mir. Verzeihung. Manchmal ist mein Geist etwas verwirrt. Sie zeigten mir, was kommen würde. Ich sah das Ende meines Volkes. So wurde ich das Gefäß ihres Zorns. In mir seht ihr den Willen aller Echsenmenschen. Warum haltet ihr die Stadtbewohner hier gefangen? Der Stadt Hochfels ist jetzt nicht so die Stadt. Weil er euch herführte. Der Geist meiner Vorväter sagte, dass dies geschehen würde. Und so war es. Wir liefen einige in den Norden, ließen genug, um Hilfe zu holen. Und nun stehe ich vor dem Splitterträger. Was wollt ihr von mir? Ich wollte den Splitterträger mit eigenen Augen sehen. Ich kam, um euch zu sagen, dass wir den Tod nicht als unser Schicksal akzeptieren. Ja, dann helft uns gegen den Fürst der Schatten, dann passiert das auch nicht. Ich werde die Klinge aus eurer Brust reißen, bevor ihr im schwarzen Sumpf versinkt. Ihr stellt viele Vermutungen über diesen Splitter an. Ich habe den Weg der Klinge in meinem Geist gesehen. Sie hinterließ eine offene Wunde in diesem Land. Wo sie hingeht, folgen die Schatten. Vielleicht seid ihr nur ein Narr. Ihr tragt Metall in eurer Brust. Hey, es ist Silber. Wisst aber nicht, wie nah es am Herzen liegt. Wir kämpfen beide gegen denselben Feind. Die einzigen Feinde, die ich kenne, sind jene, die unser Land stahlen und es zweifellos vergifteten. Woher wollt ihr wissen, dass ihr euren Visionen trauen könnt? Die Visionen kommen zu mir, unsere Stadt. Stammesahnen geben mir die Weisheit ihres Wissens. Gott. Mann. Ich muss noch 6 Aufnahmen machen. Also mit dieser hier noch 5. Also mit dieser hier 6. Wie soll ich denn das schaffen? Ich hoffe, es kommen nicht in allen 6 Aufnahmen Echsenmenschen vor. Mann. Fuchs sagt, ihr sprecht mit den Schatten. Schatten sind keine Geister. Ihr werdet von einer höheren Macht benutzt. Benutzt unmöglich. Euer Volk hat viele Namen für Dinge, die es nicht versteht. Euer Wille ist stark, aber er sieht den falschen Feind. Der Fürst der Schatten ist die Bedrohung. Er ist es, dessen Dunkelheit euer Land bedeckt. Unmöglich. Das dachte ich zumindest. Ich traue euch nicht, aber ihr könnt meinen Zweifel auch nicht zerstreuen. Du redest sehr wirr. Aber ich habe die Vision erlebt und die Anwesenheit meiner Ahnen gespürt. Eure Worte habe ich nur gehört.
Lasst uns sehen, welche Wahrheit in euren Taten liegt, wenn ich nur ein fehlgeleiteter Diener des Bösen bin, könnt ihr mich gewiss besiegen. Es ging darum, einen Kampf zu vermeiden. Bleibt zurück, ich werde die Stärke meines Volkes zeigen. Macht euch bereit, Splitterträger. So, die sind alle noch nicht böse. Ich werde jetzt einmal speichern. Wie nennen wir das Ganze denn? Echsenbeter. Ja, sehr einfallsreich. Boah. So, werden wir die Aufnahme wieder aufnehmen. Ach, ja, gut. Wir haben ja Herrn Kelgar hier noch an unserer Seite. Ich hoffe, das reicht auch. Wir treten mal einen Schritt zurück. Oh, er brennt. Das sieht natürlich cool aus. Das ist so eine Flamme des... ich weiß nicht was. So, wir setzen falsches Leben und Magierrüstung ein und natürlich noch Spiegelbilder. Das sieht heiß aus. Oh, und wir haben einen Zauberpatzer. Dankeschön. Spiel. Was ist das? Ach, das ist von uns. Okay. Ich glaube, Betha hat keine Chance. Vor allem nicht gegen diesen fetten Erdelementar. Okay. Die sind alle unverletzt. Slan. Ja, und danach werden wir mal schön Blutleerheit auf ihn zaubern. Ja, ich glaube, so richtig viel müssen wir gar nicht mehr machen, oder? Wo ist denn Betha hin? Ist das noch ein Erdelementar? Ach, der ist gegen uns. Oder hat er sich verwandelt gerade? Oh, Betha hat sich verwandelt. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen Auflösung vielleicht, gefälligst. Ach, und die Wächter sind jetzt feindlich. Gut, ich kümmere mich mal um die Wächter. Okay, der ist schon verletzt. Ja, genau. So, du kannst einmal Massenheilung machen. Ich glaube aber, wir... Gut, netterweise haben wir Betha jetzt... Wo ist denn Betha jetzt hin? Ah, geschafft! Das sieht cool aus, wie die sich jetzt so gegenüberstehen. Ja, yeah, ob wir gleich looten können, ich weiß nicht. Was ist das denn? Ist ein Höllenhund, Katze? Keine Ahnung. Ihr habt mich besiegt und die Hoffnung meines Stammes zerstört. Macht, was ihr wollt. Schützt unseren Häuptling. Nö, lieber nicht. Gebt euch keine Mühe, wenn ich sie nicht besiegen kann, könnt ihr es auch nicht. Lasst uns bitte reden. Was wollt ihr dann? Ich möchte, dass ihr für uns kämpft. Kämpft mit uns gegen den Fürst der Schatten. Diplomatie? Wir wollen kein weiteres Blut vergießen, wir wollen euer Vertrauen. Wir haben EP gekriegt. 50 Stück, wow. Es gibt nur einen Weg, mein Vertrauen zu gewinnen. Öffnet euren Geist dem meinen. Ich werde in eure Gedanken sehen und die Wahrheit finden. Werdet ihr mir euren Geist öffnen? Ja, haben wir noch nie gemacht. Das probieren wir jetzt einfach mal. Wir vertrauen ihm mal, weil ich meine, er kann uns ja nicht vertrauen, wenn wir ihm nicht vertrauen. Dann bringen wir es hinter uns.
Mein Leben ist in eurer Hand. Huch, das ging ja schnell. Ich sehe keine Täuschung in eurem Geist. Und ich sah die Lücken in meinen Visionen. Und ich habe mein Volk auf Geheiß unseres wahren Feindes beinahe vernichtet. Wendet die Macht gegen ihren Meister, zeigt dem Fürst der Schatten seinen Fehler. Schlagt den Verräter meines Volkes mit seinen eigenen Waffen. Mein Stamm wird wieder erstarken. So soll es sein. Wir stehen zusammen, bis der Schatten vernichtet ist. Wo sollen wir hingehen? Marschiert mit Hochfels zur Kreuzwegfeste. Dort werden wir uns mit ihm stellen. Werden wir uns ihm stellen. Jetzt eure Heimat so. Gut, Splitterträger, ich hoffe, das ist ein neuer Anfang für uns alle. Bitte nehmt das, bevor ihr geht. Dies waren mächtige Geschenke, die eurem Volk zu Unrecht genommen wurden. Mögen wir viele Dinge richtigstellen. Gemeinsam. Och, das ist eine schöne Allianz. Das mag ich. Das ist ein schönes Ende. Tschüss, Betha. Bis bald. Wieso habe ich das noch nie gemacht? Was bist du? Ach, das ist Betha. Ich fürchte, diese Last ist zu viel für mich. Ja. Dann nehmen wir jetzt den flinken Kelga und sammeln nochmal alles ein. Dann kannst du dem flinken Kelga, der so richtig schnell ist. Es ist herrlich, wie schnell der Kerl ist. Wunderbar, wunderbar. Dem flinken Kelga kannst du noch mal einige Sachen überreichen. Jetzt kann ich nicht mehr, ich kann nur noch rollen. Also das R. Es ist nicht so, dass ich jetzt so viel gegessen habe, dass ich nur noch umherrollen kann. So, das ist ein ganz schönes nicht. Gott, oh Gott. Ja, eigentlich macht man das mit der Zunge. Ich habe es mit der Kehle gemacht. Das ist eine sehr schlechte Idee und es hört sich wahrscheinlich nicht ganz authentisch an. Das nächste Mal sehen wir uns in Letzthafen. Ja, wo wir uns mit den Gnomen über die Wendersnaven unterhalten. Da freue ich mich jetzt schon. Bis dann also auf Wiedersehen. Ach nee, zuerst reden wir wahrscheinlich, sehen wir uns nicht gleich in Letzthafen. Wir reden noch mit dem Dorfältesten Wayne, Nave, was auch immer. Bis dann gleich in der Dorfmitte. Ciao.